Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem 26. Spieltag in der Fußballregionalliga Südwest. Für unseren FC Homburg geht es am morgigen Freitag, 1. April, zu Astoria Waldorf. Anpfiff ist um 19 Uhr in Waldorf. Zur Spieltags-PK begrüße ich heute unseren Trainer Jens Kiefer. Von Spielerseite zu Gast ist Jan Eichmann. Herzlich willkommen, ihr beide. Und ich fange mit unserem Trainer natürlich an. Jens, 3:2 Last-Minute-Sieg in Neckar-Elz, am Dienstag vor heimischem Publikum ein 1:0 gegen Worms. Nachgelegt, eine Homburger Mannschaft, die auch dieses Mal wieder verbissen gekämpft hat. Dazu noch eine freudige Nachricht, Patrick Schmidt wieder nach längerer Verletzungspause in den ersten Spielminuten mal im Spiel und im Umfeld. Ist jetzt die Frage, die Fans haben gut mitgemacht, trotz der widrigen Wetterbedingungen, ist diese im Umfeld viel beschworene Krise der letzten Wochen, ist die ad acta gelegt, ist das Vergangenheit? Ja, da sieht man halt dran, dass Fußball ein Tagesgeschäft ist, dass es schnell hochgehen kann, schnell runtergehen kann. Das ist jeden Samstag anders und wir haben jetzt zweimal wieder gewonnen. Zuerst mal muss man sagen, die drei Spiele, die wir nach dem Winter gemacht haben, haben wir einfach verloren, waren nicht gut. In gewissen Teilen hat es mal gestimmt, aber der Großteil war nicht gut. Und jetzt haben wir zwei Siege gemacht, das ist mit Sicherheit nicht wieder alles in Ordnung. Da brauchen wir auch nicht drum herum zu reden. Aber so ist eben Fußball, Punkte zählen. Und so bin ich auch eingestellt, am Schluss des Tages zählt nur, ob du gewinnst oder verlierst. Alles andere ist zweitrangig. Punkte auf der Tabelle müssen wir haben und sonst lassen wir alles mal außen vor. So, jetzt geht's nach Waldorf. Wir spielen gegen eine Mannschaft, die hinter uns steht. Eine Menge fußballerische Qualitäten ja in ihren Reihen hat, aber auch sehr, sehr abwechslungsreich spielt. Man kann fast sagen, so ein bisschen wie wir in der Vorrunde gemacht haben. Es haben sich oft gute mit schlechten Spielen abgewechselt. Da wissen wir eigentlich nicht, was uns erwartet. Jedenfalls ist es so, viele gute Einzelspieler, eine Mannschaft, die richtig gut kicken kann an einem guten Tag, zu Hause auch ein Tick stärker ist wie auswärts im Moment, einen schönen Sieg gelandet hat, aber vorher wie wir auch mal zwei, drei Spiele richtig daneben gelegen hat, also viele Parallelen. Und ich denke, es wird ein absolut offenes Spiel, es wird auf Tagesform ankommen, es wird auf Kleinigkeiten ankommen und wir müssen einen guten Tag erwischen, um dort was mitzubringen. Ja, danke mal schon mal für diese Spieleinschätzung. Was mich natürlich auch noch interessieren würde, wir haben jetzt ein ziemlich eng gestecktes Restprogramm in den kommenden Wochen. Wir haben jetzt ein Nachholspiel gegen Freiburg am Mittwoch, Samstag geht es dann weiter gegen Pirmasens. Mittwoch drauf, Pokalhalbfinale, dann geht es gleich nach Kaiserslautern. Jens, angesichts auch unserer trotzdem immer so ein bisschen angestrengten personellen Lage, wie stark geht das der Mannschaft an die Substanz und wie geht ihr dagegen an? Ich glaube, dass ich nehme das jetzt mal nicht ganz so schlimm, weil ich bin der Meinung, zwei, drei englische Wochen hintereinander kann man verkraften, wenn es nicht gerade 6-7 sind, wie es auch schon mal gab, sind wir in der Lage, das zu verkraften. Dementsprechend ist es auch jetzt wieder gut, dass Patrick wieder dabei ist. Zwar nicht so, dass er von Anfang an spielen kann, aber immerhin eine Alternative. Dann ist es gut, dass Jerry wieder besser konditionell besser in Fahrt kommt. Chucky hat man gesehen, die Woche ein gutes Spiel gemacht gegen Worms. War nicht bei 100%, aber mit Sicherheit wieder eine richtig gute Alternative, die uns mehr Möglichkeit gibt. Marc Gallego kommt nach der Sperre zurück. Das heißt, wir haben schon jetzt wieder mehr Alternativen und da müssen wir es auch mal verkraften können, wenn wir Samstag, Mittwoch spielen in zwei, drei Wochen. Muss man das einfach auch hinbekommen. Und dementsprechend sehe ich das nicht als negativ an. Es gilt da zwischen den Spielen viel zu regenerieren und wenn man gute Ergebnisse hat, fällt es einem noch leichter. Das wäre halt auch noch hilfreich. Gut, dann hoffen wir mal, dass das dann auch so ist. Wir haben den Jan Eichmann auch heute hier. Jan, ich habe mal ein bisschen in der Statistik geblättert. Bin eigentlich gar nicht so der Statistiker, aber manchmal tut es ganz gut, da mal reinzugucken. Da habe ich gesehen, so die gesamte Hinrunde bist du auf 7 Spielminuten gekommen. Seit dem Rückrundenstart im neuen Jahr sind wir bei 339 Minuten. Mal abgesehen von der verletzungsbedingten Situation, was ist da passiert? Das finde ich jetzt schwierig zu sagen. Klar, ich hätte mir in der Hinrunde vielleicht das ein oder andere Minuten mehr erhofft, aber ich habe so hingenommen, die Situation. Ich habe immer Training Gas gegeben, mich versucht zu zeigen.
jetzt nach der Wintervorbereitung, es lief gut für mich in der Wintervorbereitung. Ich konnte, ja, ich denke, ich konnte mich ein bisschen zeigen, konnte mich anbieten für den Trainer. Und ja, jetzt habe ich die Chance bekommen und versuche das immer zu nutzen. Der Trainer hat nach dem Spiel gegen Worms was gemacht, was er selten macht. Das hat er auch betont. Er hat dich nämlich in der Pressekonferenz dann stark hervorgehoben. Ein dickes Lob hast du dafür kassiert. Ich habe das erst gar nicht so mitbekommen, muss ich sagen. Wir waren in der Kabine und noch draußen auf dem Platz. Später zu Hause habe ich dann erzählt bekommen. Klar, ich bin froh, wenn der Trainer mit meiner Leistung zufrieden ist. Aber das ist jetzt nichts für mich, wo ich sage, deswegen hebe ich jetzt ab oder sonst irgendwas, sondern ich versuche jede Woche, wenn er mich aufstellt, meine Leistung zu bringen, im Training auch meine Leistung zu bringen, mich anzubieten und ja, das dann zu bestätigen und so viel zu spielen, wie es geht. Jetzt sagt man ja gerade, im Abwehrbereich bist du 20 Jahre alt, da gilt es noch jede Menge Erfahrungen eigentlich dann zu sammeln. Hast du da die notwendige Unterstützung von deinen Kollegen im Abwehrbereich? Ja, Erfahrung zu sammeln auf der einen Seite, klar, aber ich habe jetzt auch schon, spiele schon länger und denke, dass ich auch mich relativ wohlfühle auf der Position. Jetzt am Wochenende mit Nils Fischer neben mir, das war schon gute Unterstützung. Nils spricht viel mit mir und ist auch immer da, wenn es mal, vielleicht eng wird. Und das ist schon gut zu wissen, dass da jemand ist, der immer da ist. Jetzt habe ich ganz vorhin am Anfang schon gesagt, es waren ein bisschen widrige Witterungsbedingungen, trotzdem unsere Fans, die ja in letzter Zeit natürlich aus ihrer Sicht einigen Anlass hatten zur Kritik, die haben da richtig mitgezogen und die haben versucht, euch da wirklich vorzupeitschen. Inwieweit ist das denn wichtig für euch, dass ihr wieder diese Unterstützung kriegt? Klar, also man ist schon konzentriert im Spiel und bekommt außen nicht so viel mit, aber wenn mal Spielunterbrechungen sind und so, das merkt man dann schon, wenn die Fans dann da sind, auch mehr da sind als vielleicht in den letzten Wochen, das hilft schon. Okay, dann wir erstmal soweit. Dann gehe ich nochmal zurück zum Jens. Moment, wir müssen mal die Mikros tauschen. Jens, hast gerade schon gesagt, einige Spieler sind wieder zurückgekommen. Das sieht nicht mehr ganz so schlecht aus, aber was macht denn unser Lazarett so? Wie sieht es denn da im Moment aus? Wie ich schon gesagt habe, Patrick wird im Kader sein, Thierry wird im Kader sein, außer es passiert noch was im Abschlusstraining, was wir nicht hoffen. Marc kommt zurück, Steven Gröner wird ausfallen mit der 10. gelben Karte. Wird uns fehlen morgen. Dann haben wir, ja, also Belagic ist krank, fehlt. Niklas Wiebach fehlt und ansonsten ist ja, alles an Bord, außer die Langzeitverletzten, wie Emil, der operiert worden ist, Murat, der operiert worden ist. Also mit denen rechnen wir im Moment nicht mehr und Florian ist klar, dass er die Saison auch nicht mehr kommt. Okay, Jens, Dankeschön. Dann gebe ich das Wort noch an die Pressevertreter weiter. Gibt es denn Fragen? Direkt mal die Frage, weil du gesagt hast, Florian fällt den Rest der Saison aus. Wie sieht da im Moment das Rennen zwischen Trautner und Buchholz aus? Wir werden es so handhaben, wie wir es auch besprochen hatten. Das heißt, wir werden auf dieser Position ab und an wechseln, wie wir es auch bei den Feldspielern machen. Das heißt jetzt konkret, dass morgen David wieder im Tor steht für Tobi Trautner. Tobi hat jetzt 3 Spiele bekommen gehabt. Es war eigentlich noch erst ein bisschen später vorgesehen gewesen bei Tobi, aber durch die Verletzung von David im Pokalspiel haben wir es vorgezogen. David hätte können am Dienstag wieder spielen, aber wir haben Tobi trotzdem noch ein Spiel gegeben und wollen jetzt nicht von Spiel zu Spiel wechseln, aber so in Blöcken werden wir es tun. Und ja, die Torhüter wissen darüber auch Bescheid und jetzt wird wieder die Phase sein, wo David ins Tor geht. Weitere Fragen? Eine Frage an Jan. Ich glaube, in der Rückrunde gab es noch keine 2 Spiele, wo die Defensive mal identisch war, sowohl systembedingt, 3er-4er-Reihe, als auch durch Sperren und Ausfälle und sonstiges. Wie schwer ist das für dich eigentlich als junger Spieler, sich da Woche für Woche auf eine neue Umgebung einzustellen? Das muss ich sagen, spielt für mich eigentlich keine Rolle. Ich versuche, wenn ich auf dem Platz stehe, meine 100% zu geben, versuche alles zu klären, was kommt und für die Mannschaft da zu sein. Und wer dann eben dran spielt, die Jungs sind alle top in Ordnung und versucht jeder sein Bestes. Also das ist aber auch für dich diese Umstellung im System, weil ich denke, die Laufwege und so weiter ändern sich ja doch etwas dann auch teilweise. Klar, in der Vorbereitung war es schon eine Umstellung, aber wir haben es ja auch lange trainiert und lange gespielt in der Vorbereitung, von daher war es dann kein Problem.
Fragen? Noch eine an den Trainer zu Patrick Schmidt. Wie weit ist er jetzt? Ich sage jetzt mal mit Blick aufs kommende Spiel. Ist schon eine Halbzeit drin vielleicht? Oder? Nein, ich glaube nicht. Patrick Schmidt wird, wir werden ihn ganz behutsam aufbauen. Er hat wirklich erst, ich glaube, drei oder vier Einheiten mit der Mannschaft überhaupt trainiert. Zumal jetzt im Moment sowieso von Spiel zu Spiel nicht viel trainiert wird, außer Spielersatztraining, das macht er dann mit. Aber das ist keine 90 Minuten Einheit, die man zu 100% geht. Das heißt für uns, wir werden ihn versuchen, auch separat, individuell noch mehr zu belasten, damit er schnellstmöglich auch fit wird. Wir wissen ja auch, dass wir im Moment nicht die 90 Minuten bringen können. Dementsprechend wird er zwischendrin individuell auch immer wieder trainieren, wird noch Gas geben. Ich hoffe einfach, das ist immer schwer zu sagen, aber ich hoffe einfach, dass er vielleicht, wenn es gut läuft, 2-3 Wochen so weit ist, dass man ihn auch von Anfang an bringen kann. Das wäre ein Wunschdenken von uns, von allen Seiten. Wir hoffen einfach, dass er jetzt mal verletzungsfrei bleibt, dass er die ganze Belastung, die wir dann auch mit ihm fahren, dass er die gut verträgt und dann wird es, ja, das weiß ja jeder, wenn er dann fit zurückkommt und Kai bleibt fit, werden wir auch eine richtig gute Doppelspitze haben können bei zwei richtigen Stürmern. Wenn wir mit Jerry spielen, das ist immer ein bisschen anders, dann ist ein anderer Spielertyp. Aber ich hoffe, dass auch Jerry in dieser Phase dann 100% fit wird, weil dann haben wir eine richtig gute Offensive und dann haben wir auch eine Offensive, die Variationen bietet. Dann kann man ja verschiedene Spielertypen auch auf verschiedene Positionen stellen. Das wird uns mit Sicherheit dann auch voranbringen. Ja, wir reden nicht mal vom Endspiel, wir reden zuerst mal vom Halbfinale und wir wollen, das ist klar, wir sagen immer wieder, Pokal ist für uns ein Ziel, den wollen wir gewinnen, unabhängig davon, gegen wen wir spielen, aber zuerst gilt es, das Halbfinale zu gewinnen. Ja, noch gerade meine letzte Frage, diese beiden Siege zuletzt haben jetzt auch so ein bisschen dazu geführt, dass von außen betrachtet zumindest die Luft raus ist. Vorher war dann auch die Abstiegsränge, kamen dann zwischenzeitlich ein bisschen näher, hat sich mittlerweile erledigt durch die zwei Siege. Jetzt ist die Frage, vor der Saison hieß es ja, die Punktzahl der Vorsaison plus X, das ist wohl sehr, sehr schwierig noch umzusetzen in der Saison. Gibt es noch irgendwie ein Ziel, das ihr definiert in der Liga? Ich meine, klar, der Pokal wird für euch Priorität haben, aber gibt es noch irgendwie ein Ziel in der Liga, das ihr definiert habt oder... einfach nur noch so viele Punkte jetzt einfallen, wie es geht. Ja gut, es ist mal die erste, das kann ich immer wieder wiederholen, es ist mal so, dass wir mit Sicherheit kein Spiel abschenken. Wir werden alles tun, um Punkte zu holen, außerdem 35 Punkte sind nicht das Gelbe vom Ei, was wir bisher haben. Wir wollen schon noch einiges drauflegen und punkten, aber wir wissen auch, dass wir jetzt gegen Mannschaften spielen, wie Baldorf, die noch hinter uns stehen. Wir spielen dann Freiburg, die ja, ich sag mal, sehr gefährdet sind. Wir spielen in Pirmasens, die hinter uns stehen. Das werden Mannschaften sein, die alles reinlegen in diese Spiele, die auch noch um jeden Punkt kämpfen müssen. Und wenn wir da wieder ein paar Prozent wegnehmen, wenn wir von unserer Leistung was wegnehmen, wenn wir nicht bereit sind, an die 100% zu gehen, werden wir diese Spiele nicht gewinnen. Und jeder weiß auch jetzt, wie es sich anfühlt, wenn man ein paar Spiele hintereinander nicht gewinnt, wie wir es getan haben. Und ich glaube, keiner von uns will das diese Saison wieder mitmachen. Wir wollen Spiele gewinnen und allein das ist schon Motivation genug, um jetzt wieder erfolgreich zu sein und die Spiele auch erfolgreich zu bestreiten. Keine weiteren Fragen mehr? Ja, dann darf ich die Pressekonferenz beenden. Herzlichen Dank für Ihr Interesse an unserem Verein, den anwesenden Pressevertretern einen guten Nachhauseweg. Und unserer Mannschaft wünsche ich dann für morgen alles Gute, viel Glück und nach Möglichkeit 3 Punkte. Vielen Dank.